Guten Tag, hier ist der Gusor und ich zeige euch gleich tada, mein leckeres Geburtstagsgeschenk, mehr oder weniger. Ich habe zum Geburtstag, ja, also ich hatte ja Geburtstag, habe mir von meinen Brüdern und deren Frauen habe ich mir einen Mixer gewünscht. Das fand ich ziemlich geil, weil ich den selber hatte bei mir zu Hause und den will ich jetzt hier eben auch haben, dass ich eben nicht so viel Süßigkeiten immer am Fressen bin. Darum geht mir das. Und hat gut geklappt. Wie gesagt, Video kommt jetzt gleich dazu, also noch in diesem Video. Und dann passt das. Ansonsten realmäßig will ich ja wieder so sagen, was heute so Preview-mäßig für die Woche anliegt. An sich finde ich es mega geil, dass diese Motorworld-Videos auch so, ja, Anklang finden. Finde ich richtig geil. Grafisch sind wir ehrlich, es ist einfach wirklich der letzte Dreck. Klar, ganz klare Geschichte. Logisch. Aber es ist einfach mal total geil. Ich habe mein iPad vergessen. Ah, dann kann ich darauf nicht aufnehmen. Schade, ist egal. Dann kommt also jetzt diese Woche schon mal kein Motorworld. Es sei denn, ich komme am Donnerstag dazu. Naja, egal. Ansonsten habe ich soweit jetzt gespielt bei Clash Royale, dass ich mittlerweile sogar kurzzeitig auf 1600 Punkten war mit dem Deck. Also das Deck selber, finde ich, ist jetzt so schlecht gar nicht. Und wie gesagt, dieses, oh naja, also es ist natürlich super, dass ihr halt Tipps und sowas raushaut, gar, klar, gar kein Thema. Aber dass es halt eben wirklich so ist, dass ich erstmal mit dem, was ich sozusagen zusammengestellt habe, das einfach probieren will. Weil wie gesagt, jeder kann zum Beispiel sagen, gut, okay, ich hau mir hier einen Minenwerfer hin und mach damit den Gegner fertig, genauso wie ich halt den X-Bow ja schon mittlerweile habe und ihr den aber bei mir auch nicht sehen werdet. Beziehungsweise wenn, dann vielleicht mal zur Verteidigung irgendwann. Aber so eine Sachen halt. Also weil wenn ich dann genau weiß, gut, okay, das ist von der Community auch zu Recht, muss ich ihr wirklich sagen, zu Recht auch verpönt irgendwo. Weil, das weiß ich nicht, also das, klar, wenn einer sagt, ey, hier, ich werde damit total glücklich, ja toll, dann mach das im Spiel alleine. Also es ist halt so eine Sache, weil das ist halt wirklich so ein bisschen, ja, ungerecht irgendwie. Ansonsten, COC natürlich, ah genau, COC, haha, sehr geil. Und zwar mittlerweile die 200. Mauer einfach mal ganz easy peasy auf Level 10. Das heißt also, mir fehlen nur noch 50 und meine Queen sollte, ich guck mal gerade rein, yeah, meine Queen hat noch ganze 2 Stunden, bis sie dann endlich wieder losgehen kann. Das ist ziemlich nice. Und dann bin ich von Helden her komplett maxed. Von der Dev logischerweise schon komplett maxed, klar, schon seit einer Ewigkeit, das ist ja mal so das Schnellste. Und von Mauern fehlen mir effektiv nur noch 150 Millionen Gold oder Elixier. Klar, also dann können wir ja so einen kleinen Cut setzen und sagen ungefähr 75 Millionen von beidem und dann passt das. Dann sieht das auch schon wieder ganz anders aus, wenn man jetzt sagen würde, oh naja, man muss noch 150 Millionen Goldfarm ist noch was anderes, als wenn man sagt, ja gut, okay, ungefähr die Hälfte, weil man ja auch die Hälfte ungefähr im Alex dafür verwenden kann. Also das klappt, das läuft richtig geil und ansonsten läuft es auch richtig cool. Also erstens wirklich, dass dieser 20k-Stream so gut angekommen ist, richtig cool. Ich überlege mittlerweile echt, doch eventuell wieder auf Twitch zu wechseln. Bei Twitch kann ich halt eben den Upload viel einfacher regeln, sprich, also ich kann das Video halt ganz easy dann als YouTube-Upload fertig machen, habe damit keinen Stress mehr. Das ist natürlich auch ziemlich geil, muss ich sagen. Und da seht ihr das halt eben wirklich wieder dran. Ich mache euch da nichts vor, sondern sage halt eben, oh gut, okay, Camcord wäre halt gewesen für eben, dass man da auch mal was mit verdient. Dieses Programm hat mir aber in der Form gar nicht gefallen. Weil ich kann halt einfach nicht 3 Tage in der Woche 2 Stunden lang streamen, das läuft nicht. Dann habt ihr gar keine Videos mehr, das geht halt einfach nicht. Und deswegen ist es halt einfach so, dass ich eventuell wieder auf Twitch wechseln werde. Mal schauen, wie das so laufen wird. Das war's von mir. Wie gesagt, ihr seht jetzt noch, wie ich da hier meinen Smoothie mache. Und dann, denke ich mal, kriege ich auf jeden Fall noch heute eine COC-Folge raus. Und ich werde es wieder so drehen, so
drei COC-Folgen, eine CR-Folge. So in dem Dreh. Weil wie gesagt, alle sagen, oh hier kommen nicht so viel Clash Royale, nicht so viel Clash Royale. Andere sagen wieder, oh total geil, total geil. Ich denke mal, das ist so ein cooler Mix, weil ich halt wirklich so mehr einen Fokus auf COC legen möchte. Das war's, bis gleich. Jo Leute, hier ist mein Geburtstagsgeschenk. Ich habe nämlich ja, von meinen Brüdern und den Schwägerinnen dazu so, habe ich mir schön einen Mixer gewünscht. Nicht einfach irgendeinen, ich habe mir einen Philips ausgesucht, weil wir selber einen Philips zu Hause hatten. Und ich dachte mir auch, oh, naja, ich wisst ja selber, man muss ja ein bisschen hier auf Figur achten und so. Ja, ich bin ja 30 mittlerweile. Und dachte mir auch, oh komm, hier gönnst du den Mixer. Vielen Dank dafür nochmal. Und das will ich jetzt einfach mal machen. Also ich habe mir hier Erdbeeren geholt, Bananen, Kiwis, hier Äpfel nennt man sowas. Und hier von der Koro halt eben noch, hatte ich ja noch die Bananenchips. Die werde ich so auffuttern, die Exotic Mix, aber die Bananenchips werde ich einfach nochmal reinhauen, dass ich da irgendwie so ein bisschen so einen crunchigeren Geschmack drinne habe. Gucken wir mal, jo, ich mache das mal und dann schauen wir mal. Ich lasse euch da einfach mal teilhaben. Willst du da? Du willst bestimmt noch ein paar Erdbeeren. Ja. Das ist so, wie du schon guckst, warte. Ja, man muss ja an seine Mitbewohnerin denken. So ist ja nicht. Soll ja nicht heißen, hier gibt nichts. So, los geht's. Aber ich will auch noch welche zum Futtern haben. Also ich hau mal nicht so viel rein. Und ansonsten, wenn einer von euch nochmal so einen richtig guten Vorschlag hat, also nicht hier so eine Kotz-Challenge, sondern wirklich, wenn einer sagt, oh ja, hier, ich hab hier das und das Rezept, das geht mega ab, dann dürft ihr mich das gerne wissen lassen, weil ich da wirklich am Probieren bin, wie das so läuft. So, zack. Ja, weil wie gesagt, ich bin immer am Fressen und hab das ja dann schon aus den Videos rausgeschnitten und sowas, klar. Aber dachte mir dann halt eben auch, naja, wenn du dir halt immer die ganze Zeit hier Süßigkeiten reinballerst, ist ja auch nicht so toll. So, Kiwi noch mit rein. Und hier jetzt nochmal halt ein paar Bananenchips von der Kuro-Drogerie. Yeah, gönnen wir uns. So, ich hoffe, das macht das so ein bisschen crunchiger. Weil wirklich, bei den Bananenchips muss ich wirklich bei Sponsoring hin oder her. Also wie gesagt, ihr dürft gerne nochmal gucken, Kuro. Richtig geile Nummer, aber wie gesagt, so wirklich, wenn du die so isst, sagst du halt, ja, die sind halt total, wie soll ich sagen, ungezuckert halt, ist nicht so der Knaller. So, das haben wir. Noch ein Apfel rein. So, natürlich nur meine Portion. Also ich krieg so ein Ding voll, aber dazu muss man halt wirklich auch sagen, ich bin 1,90 groß, ich wiege etwas über 90 Kilo, da kann man auch mal so ein bisschen was mehr futtern, also ihr macht euch dann weniger. So, ein bisschen Wasser reingeballert hier. Mal gucken wir mal, ob das so läuft. Ich wäre ziemlich geil, wenn aber ich glaube, das ist in Camtasia nicht so richtig machbar oder ich stelle mich dafür zu blöd an. Ich hätte da so eine richtig geile Slow-Motion-Version mal gerne drin, das wäre ziemlich cool. So, Deckel rauf. So, jetzt gucken wir. Also ich merke den übelsten Unterschied im Gegensatz zu dem alten Gerät, was wir halt haben. Die Lautstärke ist um einiges leiser. Ja, läuft. Richtig geil. Cooles Ding, dann kann der Tag losgehen. Realmäßig geht es grundsätzlich immer weiter. Ich probiere das auch so ein bisschen zu trennen von der Sache her, weil wirklich viele Sachen kann man einfach so im Let's Play mit ansprechen, dass man sagt, ey, hier, guck mal, heute war das und das und das. Das ist gar kein Thema. Bloß ich habe das halt eben gesehen, dass man bei diesem Preview-Video halt, wie es in der Woche weitergeht und so weiter und so fort, dass ich damit auf jeden Fall besser liege, wenn ich das ganz normal im Real-Style mache.
Das war's von mir. Wir sehen uns dann im Video. Reingehauen.